Hallo und herzlich willkommen aus Rheinland-Pfalz, hier aus dem Westerwald in Alsbach. Ja, wir wollten heute die Wellertour Brexbach-Schlucht laufen, 16,2 Kilometer. Der eigentliche Startpunkt ist in Grenzau, aber da sind leider alle Parkplätze belegt und dann haben wir gesehen, dass es hier einen Alternativparkplatz gibt in Alsbach am Dorfgemeinschaftshaus. Und hier sind wir jetzt hingefahren und starten die Brexbach-Schlucht-Tour einfach hier. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns hier auf dieser Tour begleitet. Herrlicher Sonnenschein, wie man sehen kann, hinter mir. Los geht's! Dieser Wanderweg, auf dem wir uns jetzt hier befinden, ist ausgezeichnet vom Deutschen Wanderinstitut mit einem Premium-Siegel, das noch bis Oktober 2021 ausgestellt ist. Das, was wir jetzt hier so auf den ersten, ja gut, 1 Kilometer gesehen haben, lässt schon mal Gutes ahnen. Etwas schade ist, dass die Navigationssoftware uns nicht weiterhelfen kann, aber aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass die Wellertouren sehr gut ausgeschildert sind und es würde mich auch sehr wundern, wenn wir jetzt Probleme hätten, bei einem ausgezeichneten Weg diesem zu folgen. Wenige Meter von dem Ort Grenzau entfernt. Wir laufen wohl auch Richtung Burg Grenzau oder vielleicht auch sogar daran vorbei, das weiß ich nicht ganz genau. Hier gibt es auf jeden Fall viele Parkplätze, aber die sind nur für Leute, die auch hier in dem Hotel und in den Gaststätten sich aufhalten. Deswegen ist das keine Option, hier zu parken. Thank you.
sind jetzt in Grenzau hier unten angekommen. Unterhalb der Burg befinden wir uns. Hier ist ein schöner Platz mit einer Bank. Und hier werden wir jetzt Mittagspause machen nach gut einer Stunde und 15 Minuten. Und dann werden wir uns wahrscheinlich gleich da oben auf den Weg Richtung Burg machen. Mittagspause ist jetzt fertig. Hier ein super guter Ort. Wenn man da weiter geht bzw. fährt, kommt man zu dem Parkplatz, auf dem wir leider keinen Parkplatz mehr oder keinen freien Platz mehr gefunden haben. Und hier ist auch der offizielle Start der Tour, die wir heute laufen. Für uns heißt es jetzt hier weiter in diese Richtung laufen und dann werden wir uns oben, denke ich mal, auf der Burg wiedersehen.
An dieser Bahnlinie laufen wir jetzt schon ein ganzes Stück entlang und seitdem wir den Weg begonnen haben, haben wir diese Bahnlinie immer und immer wieder gequert und gekreuzt. So wie es aussieht, ist die Bahnlinie nicht mehr in Betrieb, aber trotzdem ist es sehr interessant hier entlang zu laufen und da vorne sieht es aus, als ob wir ja zumindest an einem Tunnel vorbeilaufen, vielleicht laufen wir sogar auch durch den Tunnel. Eine sehr spannende Sache. Wir laufen jetzt auf Nauort zu, biegen jetzt hier irgendwo gleich rechts ab und dann geht es zurück nach Alsbach. Im Moment geht es über Asphaltstraße, nicht ganz so schön, aber bisher war der Weg sonst wirklich sehr schön, sehr abwechslungsreich und man konnte wirklich die Ruhe und die Stille im Wald genießen. Das gefällt uns wirklich sehr, sehr gut. Ja, wie befürchtet geht es jetzt ein Stück an der Landstraße entlang. Wir hatten vorhin mal einen Blick auf die Karte geworfen, haben gesehen, dass es eine Alternativroute durch den Wald gibt. Ich würde sagen, das wäre die bessere Option statt hier an der Landstraße bzw. durch dieses langgezogene Gebiet hier über die Wiese zu laufen. Dann wäre die Tour ein bisschen kürzer. Und man wäre nicht darauf angewiesen, an der Straße lang zu laufen. Hier wären wir rausgekommen, wenn wir die Abkürzung genommen hätten. Und das wäre wahrscheinlich so im Nachhinein auch wirklich der schönere Weg gewesen. Denn wir sind jetzt aus dieser Richtung gekommen und da hinten war die Landstraße, die Asphaltstraße. Das hätte man sich sparen können. Ich denke mal, hier durch den Wald zu laufen wäre wesentlich schöner gewesen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie das in die Karte eingezeichnet bekomme, dass man das sehen kann. So, nach knapp 5 Stunden und etwas mehr als 16 Kilometer sind wir jetzt wieder in Alsbach im Westerwaldkreis am Dorfgemeinschaftshaus angekommen. Diese Tour hat uns wirklich ausgesprochen gut gefallen. Sie war wirklich sehr abwechslungsreich und man hat schöne Ausblicke gehabt. Die Burg war auch zumindest von außen sehr schön anzusehen und das Brexbachtal, das hat es auch in sich gehabt, viel Natur, viel Wald, viel Fluss oder Bach. Insgesamt wirklich eine sehr, sehr schöne Tour und wir würden uns freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder begleitet bei einer unserer Wellertouren.